Das ist, was bei Ihnen angekommen ist. Was bei Ihnen nicht angekommen ist... Ob bei der AfD mit Beatrix von Storch oder bei der SPD mit Andreas Mehltreter. Wahlveranstaltungen finden auch im Sommer meistens in geschlossenen Räumen statt. Im Juli ist es bei diesen Veranstaltungen immer viel zu heiß. Doch eine der Bundestagskandidatinnen für unseren Landkreis, Kerstin Schnapp von den Grünen, hatte da eine ziemlich einleuchtende Idee. Sie schnappte sich eine bundesweit bekannte Galionsfigur der Grünen und diskutierte mit den Bürgern im Biergarten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir viel mehr deutlich machen, was Demokratie heißt, was Gewaltenteilung heißt, was Beteiligung heißt. Aber Putin, Erdogan, wir sind umgeben von Demokratiefeinden. Da saß also Claudia Roth mitten im Pfaffenhofen in einem Biergarten und diskutierte. Hörte zu, argumentierte. Und das finde ich wirklich, entschuldigen Sie, ich reg mich da wirklich auf, dass sowas überhaupt möglich ist. Und gab uns ein Interview. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass man eine gestandene Bundestagsvizepräsidentin im Biergarten trifft, die mit den Bürgern diskutiert. Wäre das eine Möglichkeit, die es vielleicht anderen Politikern auch empfehlen können, damit sie das Volkes Meinung mitkriegen? Also mir hat der Tag heute sehr gut getan. Der ist ziemlich anstrengend gewesen, weil es ist einfacher, einfach fertige Reden zu halten. Und wenn du dann deinen letzten Satz gesagt hast, dann bist du wieder weg. Oder du hörst dir wirklich an, was den Menschen auf der Seele brennt. Und ich fand jetzt hier sehr bewegend mehrere Themen. Aber ein Thema, dass dieses wunderschöne, großartige, reiche Bayern auch Armut hat. Wie geht man damit eigentlich um? Also was sind unsere Ideen, Konzepte für alte Menschen, die auch in Würde ihren Lebensende erleben dürfen? Was sind unsere Vorschläge für Orte, auch wie das wunderschöne Pfaffenhofen oder andere, wo du dir halt kaum mehr eine Miete leisten kannst, weil die Miete so nach oben geht, weil es halt so nah in München ist oder an anderen Großstädten. Also dieses Thema. Oder eine Dame, die gerade gesagt hat, bitte kämpfen Sie weiter auch für die Tierrechte. Also dieses, wenn du direkt mit Menschen redest, dann bist du viel, viel näher dran. Und die Menschen sollen ja auch mitkriegen, dass wir Menschen sind, wie Sie und ich, und dass wir Fehler machen können, dass wir auch manchmal sagen können, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe noch keine Antwort auf die Frage, aber im direkten Gespräch kannst du dich halt nicht so rausschlänzen, da kannst du nicht nur so bla bla bla, sondern die wollen schon was wissen. Und ich habe heute auch Sachen erfahren, von denen wusste ich nichts, da muss ich mich jetzt einarbeiten, nochmal genauer und sagen, müssen wir Grünen dazulegen, müssen wir wieder lauter werden, müssen wir frecher werden, müssen wir mehr die Position derer einnehmen, die eben nicht diese Lobby haben. Das hat mir sehr gut getan, gerade in diesem wunderschönen Pfaffenhof. Jetzt darf man natürlich nicht verhehlen, es ist Bundestagswahlkampfzeit. Man nutzt das natürlich auch, um der dementsprechenden Partei, also hier den Grünen, einen Gefallen zu tun oder sie nach vorne zu bringen. Jetzt haben Sie am Biertisch, ich habe das so nebenbei mitbekommen, von den Demokratiefeinden, von denen Deutschland umgeben ist. Sie haben da die Präsidenten Russlands, Türkei und den netten Herrn aus Amerika gemeint. Jetzt meine Frage, um zurückzukommen auf Deutschland. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel so bestimmte, nehmen wir es mal bei Facebook, soziale Medien, was da abgeht, nicht nur zur Bundestagswahlkampfzeit, ist das nicht auch, haben wir nicht auch Demokratiefeinde im eigenen Land? Ja, wir haben diese sogenannten Alternativen, die überhaupt keine Alternative sind für unser Land. Diese Pegidas und Konsorten. Also was sich seit, eigentlich mit dem Entstehen von Pegida, muss ich sagen, war das so ein richtiger Turbo, der abging. Was sich in der Zwischenzeit an Hass und an entgrenzter Gewaltfantasien breit gemacht hat, ist eigentlich unvorstellbar. Ich habe wirklich in meinem ganzen Leben schon viel erlebt, aber in den letzten Jahren ist es noch mal, hat sich das gesteigert. Diese sexistischen Gewaltfantasien, die muss man, ich will es jetzt nicht gar nicht wiederholen.
Und ich habe immer wieder versucht, mich dagegen zu verwehren. Ich versuche auf allen Ebenen, es hat ganz lange gedauert, dass auch Gerichte mal agiert haben, weil ganz oft haben mir Staatsanwaltschaften geschrieben, ja, wenn jemand sagt, die müsste aufgehängt, gevierteilt, ermordet, erschossen oder sonst irgendwas werden, dann kriege ich vom Staatsanwalt eine Antwort, der sagt, ja, aber das ist ja im Konjunktiv. Das habe ich lange gekriegt und dann, jetzt hat sich aber ein bisschen was verändert. Jetzt gibt es Gerichtsurteile, ein Berliner Richter hat einen Mann zu 4.920 Euro verurteilt, der mich viermal aufhängen wollte und hat begründet, das hat zwar gesagt, die müsste, es war Konjunktiv, aber es kann ja auch eine Aufforderung sein, an Dritte Gewalt auszuüben. Und das ist schon so, dass bei uns ein Hass unterwegs ist in unserer Gesellschaft, wo ich nicht zuletzt in Dresden am 3. Oktober letzten Jahres das Gefühl hatte, jetzt sind wir nur ein paar Zentimeter von der physischen Gewalt entfernt. Also diese Gewalt, diese Entgrenzung von Gewalt, die ist wirklich enorm. Und deswegen sage ich, wir brauchen eine Wiederaneignung von Demokratie. Was heißt Meinungsfreiheit? Wo gibt es aber auch eine Grenze? Und was setzen wir denen, die populistische Hetzer sind, die Gewalt sehen wollen, die ein anderes Deutschland wollen? Die wollen ein anderes Bayern, die wollen ein anderes Deutschland. Was setzen wir denen entgegen? Und das sage ich, Claudia Roth, ihr könnt mir nichts tun. Ich schenke euch nie und nimmer meine Angst. Ich stelle mich vor Minderheiten, die betroffen sind. Ich stelle mich vor Juden, vor Muslime, vor Sinti und Roma, vor Geflüchtete, vor obdachlose Menschen, vor Menschen mit Behinderung, vor Schwule, vor Lesben. Alle die, die potenzielle und tatsächliche Opfer sind. Aber Sie haben recht, ich glaube tatsächlich, dass wir viel deutlicher machen müssen, was haben wir eigentlich für einen verdammten Reichtum, dass wir eine Demokratie sind, dass wir Pressefreiheit haben. Bei uns sind die Journalisten nicht hinter Gittern, wie 150 Journalisten in der Türkei und Deniz Yücel und andere. Was Meinungsfreiheit heißt, wenn sie nicht in Volksverhetzung und Rassismus übergeht. Was Kunstfreiheit bedeutet, was es Demonstrationsrecht ist, wenn es friedlich bleibt. Wenn es friedlich bleibt. Demonstrationsrecht ist für mich unantastbar. Und es muss in einer Demokratie möglich sein, auch wenn Gipfel stattfinden, zu demonstrieren. Aber natürlich nicht zu Vandalentum, Gewalt, Zerstörung, Versuche auch Personen systematisch zu verletzen, das ist unerträglich. Und da muss aufgearbeitet werden, wie konnte das sein, dass die ungehindert nach Hamburg kommen konnten? Wie konnte es sein, dass ein Polizeieinsatz sich so, ja offensichtlich, hat ja nicht funktioniert, sonst hätte das so nicht stattfinden können. Aber wir alle müssen unsere Demokratie, die Menschenrechte, als etwas verstehen, was ein Grundnahrungsmittel ist, was wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Und in dieser Zeit, wo diese Trumps und Putins und Erdogans, alle haben sie doch ein Interesse daran, dass dieses Europa möglichst schwach ist. Brauchen wir doch ein starkes Europa? Wir sind doch sozusagen noch diejenigen, die Vorreiter sein müssen für diesen Rechtsstaat und für diese Demokratie. Vielleicht mag es für manche romantisch sein, ich finde nicht. Ich finde, das ist, manchmal komme ich mir vor wie eine Verfassungsschützerin in der Zwischenzeit. Hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht denken lassen. Aber dass wir sagen, ey, ich schütze den Artikel 1 des Grundgesetzes, Würde des Menschen, jedes Menschen. Artikel 6, Schutz von Ehe und Familie, da steht ja nicht hetero oder deutsche Familie. Schutz vom Grundrecht auf Asyl. All diese Dinge, die machen uns verdammt reich. Aber wir dürfen auch nicht zuschauen, wie eines der reichsten Länder der Welt immer mehr verschämte Armut hat. Altersarmut, Kinderarmut, Frauenarmut. Das geht auch nicht, dass wir glitzern und schön sind und Demokratie und alles ist super, aber die Menschen, die alten Menschen haben Angst, ob sie in Würde überhaupt noch leben dürfen. Dann läuft auch was schief. Eigentlich wollte ich mit einer positiven Frage abschließen. Ja, machen Sie das. Ja, aber eine zuvor, Sie haben es angeschnitten, die Ausschreitungen in Hamburg. Bei Elmau hat der deutsche Staat
die Randalierer oder die Schäden versichert. Warum oder in Hamburg hat das Auswärtige Amt, das dafür zuständig war, es abgelehnt? Wie finden Sie das? Das war, da kann ich Ihnen gar nicht so zu sagen, aber es kann natürlich jetzt nicht sein, dass die Schäden, die da entstanden sind, übrigens anders als in Elmau oder in Garmisch oder in München gar damals. Beim in Elmau wurden nur die Wiesen nicht versichert. Ach, gut. Ich habe mir da Sorgen gemacht um den Steinadler und um die Tiere, die tatsächlich durch die Hubschrauber und alles. Aber eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, war das eine kluge Strategie. Allerdings war es G7 und es war nicht Trump, es war Obama, also es war was anderes. Aber man hat gesagt, wir bringen diese Herren und Frau Merkel weit weg mit schöner Fotokulisse. Es gab ein Camp vom Schwarzen Block in Garmisch. Da war eine sehr gute Polizeistrategie. Ich war da, die haben deeskaliert. Die schwarzen Blockleute wollten zwar nicht, dass ich in ihre Nähe komme, weil sie mit mir nichts zu tun haben wollen, aber ich habe dann trotzdem mit denen geredet und das war alles gut. Die waren, da ist keine Gewalt passiert, die haben demonstriert. Und die große Demo mit über 100.000 Menschen waren in München und die war unglaublich toll und super. Also man muss sich schon fragen lassen, warum Hamburg sich selber sozusagen beworben hat, warum mitten in der Stadt. Alles keine Akzeptanz für die Gewalt, die dann passiert ist. Aber da sind viele Fehler gemacht worden. Und es muss möglich sein, dass in einer Demokratie sich Staatsleute versammeln, ob mir die jetzt gefallen oder nicht. Das muss möglich sein. Es muss möglich sein, dagegen zu demonstrieren oder für eigene Ziele zu demonstrieren. Aber es muss auf jeden Fall friedlich zugehen und gewaltfrei zugehen. Sonst schadet das uns, die, ich war ja auch beim Protest dabei, am Sonntag vor dem Gipfel, der unendlich friedlich war und unendlich bunt war und junge und alte Menschen zusammengebracht hat. Und das macht uns eben aus. Ich hoffe, das wird gut nachgearbeitet, wo es liegt, woran es gelegen hat. Ich hoffe, dass die Menschen, die viel verloren haben, die ihre Geschäfte verloren haben, ihre Autos verloren haben, dass die entschädigt werden, wie Frau Merkel versprochen hat, und dass man sich gut überlegt, wie und unter welchen Rahmenbedingungen solche Großveranstaltungen stattfinden können. Und jetzt doch zum positiven Abschluss. Wie fühlt es sich an, als Landsmännin endlich wieder mal in Bayern zu sein? Ja, es fühlt sich hier oberbayerisch an. Ich habe halt schon einige Worte zum ersten Mal in meinem Leben gehört, von denen ich überhaupt keine Vorstellung hatte, was die bedeuten. Aber es fühlt sich an, Heimat zu empfinden in einem Bayern, das mehr und mehr über die letzten Jahrzehnte auch zur Heimat geworden ist. Wenn man nämlich, ich bin ja auch in Bayern aufgewachsen, im bayerischen Schwaben, aber du hast zu einer Familie gehört, die nicht bei der CSU war, dann warst du schon mal draußen. Also dann hast du eigentlich schon mal nicht dazugehört. Und ich glaube, wir sollten Heimat so definieren, Heimat, wo du gebraucht wirst, wo du dazugehörst, und diese Verbindung von unserer Tradition, die eben nicht eine oberbayerische Leitkultur ist, sondern da gibt es viele unterschiedliche Dialekte, Kulturen, auch neue, die dazugekommen sind, zu einem wunderbaren Begriff von einer integrativen und nicht ausgrenzenden Heimat machen. Und dann fühlt es sich gut an, zumal hier in Pfaffenhofen. Danke sehr. Dankeschön.